بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Das ist unsere erste Halaqa in diesem Monat Ramadan. Wir werden über Allah subhanahu wa ta'ala reden, über Al-Ibadah, über Dhikr. Das Thema, die Namen und Eigenschaften, das ist ein sehr wichtiges Thema. Nicht in Bezug auf Wissen allein, sondern die Beziehung zwischen die Namen, Eigenschaft und Al-Ibadah. Weil du kannst nicht Al-Ibadah durchführen, außer wenn du von diesen Tür eintrittst, Tür das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Al-Khalq, hat alles erschaffen, damit wir ihn kennen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat auch Al-Shara' befohlen, und auch viele Sachen verboten, damit wir ihn kennen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, damit wir diese Bedeutung richtig begreifen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah ist es. Also wir versuchen jetzt zu verstehen, das ist sehr wichtig, wir versuchen zu verstehen diese Bedeutung, was ich gesagt habe. Also Allah subhanahu wa ta'ala, er hat alles erschaffen, damit wir ihn kennen. Weil wenn du redest über Al-Khalq, über die Schöpfung, da redest du über Al-Qadr. Alles, was du siehst, ist Qadr. Wenn du redest über Schöpfung, dann redest du über Qadr. Tag und Nacht, Mond, Himmel, alles, was du siehst, deine Existenz, alles, was du siehst, was du machst, ist Qadr. Also wenn wir reden über Al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat alles gemacht, alles geschafft, damit wir ihn kennen. Und er hat auch befohlen, damit wir ihn kennen. Also versucht jetzt zu verstehen, diese die Übersetzung, Allah ist es, der sieben Himmel erschaffen hat und von der Erde gleich viel, also sieben. Der Befehl Allahs kommt wahrhaftig zwischen innen herab. Er redet über Befehl. Also hier gibt es redet über Al-Khalq und Al-Amr, über die Schöpfung und über den Befehl. Damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat. Also das ist eine gewaltige ist das. Damit, das ist eine Präposition von der Ta'lil, wie Arabisch, lil-illah li, du sagst, ich komme, um dich zu sehen. Also du sagst, warum bist du gekommen, oder damit ich dich sehe. Also du siehst, hier Allah redet über die Schöpfung, dann redet über den Befehl, damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst. Also es geht um Namen und Eigenschaften. Also die Schöpfung, das Zweck der Schöpfung, Zweck von der Schara, ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala kennst. Das ist die Namen und Eigenschaften. Und Allah sagt, und ich habe die Djinn und die Menschen,
nur erschaffen, damit sie mir dienen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Also hier das Wort Al-Ibadah, damit sie mir dienen, dieses Wort Al-Ibadah, hat eine Regel. Wenn Al-Ibadah allein erwähnt wird, dann schließt das Wissen ein. Und wenn Al-Ibadah und Wissen zusammen in einer Ayah sind, es bedeutet, Al-Ilm bedeutet eine Sache und Al-Ibadah bedeutet eine Sache. Das ist eine Regel, ist das. Das ist wie Al-Islam und Al-Iman. Wenn sie sich treffen in einer Ayah oder Hadith, dann bedeutet Al-Iman hat eine Bedeutung, Islam hat eine Bedeutung. Aber wenn Al-Iman allein erwähnt wurde, dann schließt Al-Islam ein. Und Al-Islam allein schließt Al-Iman ein. Auch wie Al-Ibadah. Ich habe Al-Jinn oder Al-Ins erschaffen, nur erschaffen, damit sie mir dienen. Das Wort dienen hier, das Verb, لَلْيَعْبُدُون, bedeutet auch wissen, damit sie wissen. Damit sie über mich wissen. Also es bedeutet, dass Al-Khalq, Schöpfung, aber wenn ich rede über Al-Khalq, dann rede ich über Al-Qadr, dann sage ich Al-Qadr. Wenn du redest über Al-Qadr, und wenn du redest über Schar'a, Schar'a ist Befehl. Allah, die Befehle von Allah verboten. Allah liebt Sachen und er befehlt. Allah liebt Gebet. Allah liebt das Siyam. Allah liebt Nachtgebet. Allah liebt Al-Ilm. Allah befehlt das. Das ist Schar'a. Allah hasst Al-Haram, Al-Zina. Allah hasst Alkohol trinken, Allah hat das verboten. Das ist Al-Shara. Wir haben zwei Sachen. Wir haben Al-Qadr, das ist die Schöpfung. Und wir haben Al-Shara, das ist der Befehl. Diese Sachen, diese zwei Sachen, lassen dich Allah kennen. Und die Namen und Eigenschaften von Allah lassen dich Al-Shara und Al-Qadr kennen. Ja? Also ich erkläre das. Das sind Regeln, da muss man wissen. Also wenn du jetzt, wenn kommt jemand, der glaubt nicht an Allah, aber ist vernünftig. Das sind die Menschen, die fragen oder die stellen die großen Fragen der Existenz. Also wenn jemand kommt, der glaubt nicht an Allah und er denkt nach über die Schöpfung, er sagt, diese Schöpfung basiert sich auf Weisheit. Einfach. Und wenn jemand kommt, der glaubt nicht an Allah und denkt nach über Schara, über Islam, er sagt, diese Schara, diese Religion basiert sich auf Weisheit, auf Wissen, auf Rahma. Also bedeutet, dass Schara lässt dich Allah kennen. Und Al-Qadr lässt dir Allah kennen. Auch Al-Qadr, wenn du siehst auf die Schöpfung, Tag und Nacht, Mann und Frau, Mond, Sonne, du siehst diese Arten der Schöpfung, du siehst diese Verschiedenheit, diese Organisation, diese Genauigkeit, diese Exaktheit, du sagst, Allah ist allweise. Allweise. Es bedeutet, dass alles, was du siehst, alles, was du liest im Koran, lässt dich Allah kennen. Und auch die Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala lassen dir auch Al-Shara und Al-Qadr kennen. Wenn du weißt, dass Allah Ar-Rahim ist, du kannst die Existenz erklären. Weil du siehst in dieser Welt, dass es gibt Kinder, die werden sterben. Es gibt Diebe, die leben gesund. Es gibt Verbrecher, die töten. Und deshalb, wenn du die Namen und Eigenschaften kennst, du kannst diese Taten, du kannst diese Al-Qadr, dieser Qadr erklären. Du kannst es erklären. Das sind allgemeine Regeln. Also wir reden über die Namen und Eigenschaften Allah. Das ist das wichtigste Thema, was es gibt. Du weißt, dass der Koran
redet über drei Themen, großen Themen. Also Drittel von dem Koran redet über Allah. Deshalb heißt Surat al-Ikhlas, al-Ikhlas. Rein, die ist rein, redet rein über Allah. Das Thema Allah nimmt Drittel von dem Koran. Allah redet über sich selbst. Die beste Ayah ist Ayat al-Kursi. Allah hat sich 16 Mal erwähnt. Allah erwähnt seinen Namen 16 Mal. In dieser Ayah. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala, er schickt die Propheten, schickt die Botschaft, damit wir ihn kennen. Und wenn du Allah kennst, du kannst Al-Ibadah sehr gut durchführen. Wenn du Allah nicht kennst, du kannst Al-Ibadah nicht gut durchführen. Dein Ibadah wird auch nicht in Ordnung, wird schwach. Ja? Das ist sehr wichtig. Du weißt, dass die Basis der Ungläube von dem Kuffer, also die Basis von dem Kuffer ist zwei Sachen. Damit wir die Wichtigkeit des Themas kennen. Die Basis von Kuffar sind zwei Sachen. Die Unwissenheit über die Namen-Eigenschaften und die Hoffnungslosigkeit. Und das kommt auch von der Unwissenheit über die Namen-Eigenschaften. Ich gebe ein Beispiel. Alle Atheisten der Welt, sie kommen nicht zurecht mit dem Thema Übel und Gut. Die kommen nicht zurecht. Warum? Weil sie kennen nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Die kennen nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Also es gibt viele Sachen auf dieser Welt. Alles, was du siehst in dieser Welt, Al-Qadar basiert ist auf die Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Viele Sachen verstehst du nicht. Basiert ist auf die Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala basiert ist auf sein Wissen. Und das Wissen von Allah ist umfassend. Deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt den Mensch mit dem Armut. Der Mensch ist arm. Der Mensch ist fakir in sich selbst. Und seine Armut bezeichnet sich auch in seiner Unwissenheit. Sein Wissen ist gering. Ein kleines Kind, also wie Allah subhanahu wa ta'ala hat al-Mathal al-A'la. Also wenn ein Beispiel jetzt, wenn du redest mit einem Kind, 4 Jahre, er wird dir Fragen stellen. Warum ist das so? Und warum ist das so? Und warum ist das so? Aber du weißt die Antwort. Und dein Wissen ist mehr als sein Wissen. Aber er begreift das nicht. Oder du bringst jemanden, der wohnt in einem Dorf, er kennt nicht viele technische Sachen. Und er glaubt das nicht. Ich sage, glaub das nicht. Sowas gibt's. Ich glaube sowas nicht. Das bedeutet, sein Wissen ist gering, aber du weißt mehr als ihn. Ja, aber er begreift das nicht. Was sollen wir sagen, wenn wir reden über einen Diener und Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ist der Schöpfer. Du kannst nicht Allah subhanahu wa ta'ala, du kannst nicht diese Themen von Al-Qadr mit deinem Wissen beurteilen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat dich erschaffen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat alles erschaffen. Und die Regeln, womit du lebst, du kannst nicht praktizieren, wenn du redest über den Schöpfer. Das ist sehr wichtig. Deshalb, wir wollen wissen, wer Allah ist. Das ist das wichtigste Thema der Existenz, wer Allah ist. Wie kommst du rein zu Allah? Nur durch das Thema Namen und Eigenschaften. Deshalb, der Diener, Al-Insan, der Diener, der Mensch, in seinem Fitrah, es gibt drei Sachen in seinem Fitrah. Drei Sachen, die sind verankert in seinem Fitrah drin. Und
Diese drei Sachen sind Ta'abbud, er ist Abid, er ist Anbeter. Der Mensch ist Anbeter. Also du siehst, viele Leute, die leben ohne Religion, dann sagen sie eines Tages, ich möchte suchen. Ich suche die Religion. Woher kommt diese Gefühle? Woher kommt diesen Wunsch? Der kommt von dieser Fetra, von dieser Teil von Al-Fetra, von der Ta'abbud. Er ist Diener. Er sucht sein Herr. Das erste Sache, Ta'abbud. Zweite Sache, das Folgen. Der Diener, er folgt immer jemand. Immer braucht er jemanden zu folgen. Und das ist die Bedeutung von Muhammad und Rasulullah. Deshalb, warum liebst du den Propheten zu lassen? Warum liebst du Sahabe? Warum? Das sind Vorbilder. Der Mensch braucht ein Vorbild. Deshalb, du siehst, dass die Jugendlichen jetzt, sie haben immer ein Vorbild. Jetzt, die Spiele sind die Vorbilder. Das ist ein anderes Thema jetzt, aber ich rede, das ist wichtig, das Thema ist wichtig. Aber ich will nicht ausführlich darüber reden. Warum ist das Thema Folgen und das Thema Vorbild sehr wichtig? Weil es gibt ein Fetra. Das Thema ist ein Fetra. Du findest, dass jeder Mensch hat ein Vorbild. Diese Jugendlichen jetzt, warum folgen die Spieler? Weil Medien hat diese Spieler alles was Großes gemacht. Die hat diese Spieler alles Vorbilder gemacht. Deshalb, du siehst, dass diese Jugendliche, er macht denselben Friseur, er zieht selber an, er macht alles, was diese Spieler, er folgt seinen Nachrichten. Deshalb, du siehst, wenn du kommst rein, eine Plattform von Sport, von Fußball, du siehst, ja, die reden über einen Spieler, er hat seinen. Er hat sich geschieden, hat geheiratet, hat seine Wohnung verkauft, hat seine Schuhe gewechselt. Das ist, warum? Weil die wissen, dass es gibt viele Millionen von Menschen, sie nehmen ihn als Vorbild. Also bei uns, die Vorbilder von uns, das ist Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah hat den Prophet als Vorbild gemacht. As-Sahabi als Vorbild gemacht. Du liebst ihn, weil es dein Vorbild. Er gibt dir nichts. Also warum? Du liebst Abu Bakr, du liebst Umar, du liebst As-Sahabi. Du lebst gar nicht in seiner Zeit. Und du handelst gar nicht mit ihm. Kauf oder Verkauf oder irgendwas. Oder er ist von deiner Familie, du lebst mit ihm. Nein, er ist weit von dir in Bezug auf Zeit. Aber du liebst ihn. Das ist dein Vorbild. Das gibt es in Al-Fitra. Dritte Sache, was auch wichtig ist, das ist Armut. Der Mensch ist arm. Und warum der Mensch bewegt sich für die Dunya? Weil es arm ist. Warum sucht der Mensch Reichtum? Warum braucht er Auto? Warum braucht er Geld? Warum braucht er Kinder? Warum braucht er das, das und das? Weil er ist arm. Er holt Reichtum von außerhalb. Und dieses Reichtum gibt ihm nicht die Wahrheit, Reichtum, das wahre Reichtum. Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Ilah. Also wir reden über die drei Sachen in Bezug auf Allah. Allah ist Al-Ilah. Und sein Diener ist Al-Abd. Und Allah subhanahu Al-Ilah auf Deutsch ist anbetungswürdiger. Al-Ma'bud. Und Al-Abd, er betet sein Ilah an. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat seinen Diener gezeigt und befohlen, wie er ihn dient. Sehr wichtig, wie. Er kommt, woher kommt Sektentum? Weil jede Sekte sagt, wir beten Allah an. Allah ist Al-Ilah. Das nicht, wir sind einig, Allah ist Al-Ilah. Aber wie betest du Al-Ilah an? Das ist in Bezug auf praktisch, ja, Al-Ibadah, in Bezug auf Al-Ibadah Al-Amaliyah, im Gebet und Saum, und, weil es gibt zwei Teile vom Handlungen. Es gibt Ibadat, die praktisch sind, es gibt auch Al-Atiqad, wie man denkt, wie man glaubt über Allah subhanahu wa ta'ala. Wir reden jetzt über praktische Sachen. Also wie betet man Allah subhanahu wa ta'ala?
Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala schickte uns den Prophet sallallahu alaihi wasallam als Vorbild. Sagt, und das ist euer Vorbild. Betet mich, wie der Prophet mich angebetet hat. Das ist, wie man betet. Allah, von dem Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ilah. Und das Wort Al-Ilah ist ein Teil von Kalimat al-Tawhid. La ilaha illallah. Also das Wort, ich habe es oft erklärt, damit du weißt, wer Allah ist. Und das, auch das Wort Allah abgeleitet von Al-Ilah. Allah ist Al-Ilah. Allah ist abgeleitet von Allahu Ilahatan. Ya'abada ya'abudu ibadatan. Also bedeutet, dass die Name Allah subhanahu wa ta'ala schließt die Bedeutung Al-Ibada ein. Weil jeder Name von Allah subhanahu wa ta'ala ist Name und Eigenschaft. Jeder Name. Du siehst Ar-Rahman. Das ist ein Name von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala besitzt die Vollkommenheit von Ar-Rahman. Das ist die Eigenschaft. Und du siehst den Einfluss von dieser Eigenschaft auf die Welt. Beeinflusst Al-Qadr. Das sind drei Sachen. Und der Raum der Tat ist breiter als Raum der Namen. Du kannst einen Namen begreifen. Du kannst einen Namen mit deinem Verstand begreifen. Also du siehst die Welt und du sagst, es gibt viele Ahadith, die reden über die Taten von Allah subhanahu wa ta'ala. Prophet sagt, Allah lächelt. Aber du kannst nicht sagen, Allah ist der Lächelnde. Du darfst nicht sagen. Du brauchst einen Beweis. Allah kommt runter zum ersten Himmel, im letzten Drittel der Nacht. Das ist eine Tat. Du darfst nicht Allah subhanahu wa ta'ala darf einen Namen geben. Das darfst du nicht. Deshalb, ein Raum der Tat ist breiter als Raum der Namen. Du darfst nicht Allah einen Namen geben, außer was er selbst gegeben hat. Oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gegeben hat. Du sagst, Allah erschafft. Das ist eine Tat. Aber Allah hat gesagt, er ist Al-Khaliq. Deshalb sagt Allah ist Al-Khaliq. Wir reden jetzt über Ilah. Allah redet über Shahid Allahu annahu la ilaha illahu. Also im Koran steht die Name Ilah oft. Die Name Ilah, wie ich gesagt habe, stammt von Alaha ya'lahu ilahatan. Abada ya'budu ibadatan. Es bedeutet, alle deine Taten, die im Raum von Al-Sharh, alle deine Taten, alle, Al-Dhikr, Sujud, Al-Ruku', Al-Siyam, Al-Hajj, Al-Umrah, alles, alle deine Taten, die in Bezug auf Al-Sharh sind für Allah subhanahu wa ta'ala. Du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala, weil er Al-Ilah ist und weil er es befohlen hat. Und das Wort Al-Ilah, die Name Al-Ilah, wenn wir jetzt tiefer gehen im Namen von Al-Ilah, in der arabischen Sprache, damit wir wissen, dass diese Anbetung basiert sich auf eine große Bedeutung. Das Wort Al-Ilah stammt von Allah. Die Araber benutzen Allah in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel, wenn die Araber eine kleine von der Stute abstehen wollen, sie nehmen ihn und sie lassen ihn in ein Zelt. Und die Mutter von ihm ist weit. Er bleibt ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag. Er beginnt zu heulen, zu weinen. Was sagen die Araber? Die sagen,
Also dieser kleine von der Kamel, die Stute, heißt Al-Fasil. Fasil. Sagen Eleha Al-Fasil. Eleha Al-Fasil. Schau mal, das Wort Eleha, was wir erklärt haben mit Ebe, da kommt hier in dieser Satz. Eleha Al-Fasil. Aber es kann nicht sein, dass dieser Kleine hat angebetet. Nein. Was bedeutet Eleha in diesem Kontext? Es bedeutet, er hat Sehnsucht zu seiner Mutter. Und die Basis, warum er geweint hat, geheult hat, dass er hat sich gesehnt nach seiner Mutter. Er sehnte sich nach seiner Mutter, weil er sie liebt. Deshalb, wenn die Araber sagen auch, Al-Wala, das kommt auch von Ala, Wala, Walaha. Walaha ist ein Verb, wird benutzt in einem Kontext, wo der Liebe sehr stark ist. Walaha. Es bedeutet, dass diese Art Ibadah, die ein Diener für Allah subhanahu wa ta'ala durchführt, basiert sich auf die Liebe. Es gibt keine Ibadah außer mit Liebe. Ja, das bedeutet, dass der Diener, er liebt Allah subhanahu wa ta'ala. Er liebt Allah. Und warum liebt der Diener Allah subhanahu wa ta'ala? Das finden wir im Anfang von Surat al-Fatiha. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, er besitzt die schönsten Namen und Eigenschaften. Allah ist schön. Und die Taten von ihm sind schön. Und die Befehle von ihm sind schön. Und die Schöpfung von ihm sind schön. Allah besitzt die Vollkommenheit. Von allen Vollkommenheiten. Deshalb ist Alhamd, hat viele Bedeutung. Und der Mensch von seinem Fitra, er liebt die Schönheit. Er liebt sie. Deshalb, Al-Muslim, er schwimmt. Er schwimmt in der Schönheit. Wenn er sieht, die Schöpfung, er versteht, das kommt von Allah. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala von seinem Namen, Allah ist der Schöne, der Prophet, inna Allah al-Jamil, yuhibbul Jamal. Er weiß, dass diese Schönheit stammt von Allah subhanahu wa ta'ala, der Schöne. Und wenn er liest den Koran, und er liest die Befehle von Allah, und er liest die Geschichten, er liest, wenn Allah über sich selbst redet, er weiß, es kommt von einem großen Ilah, Allah subhanahu wa ta'ala, der Allweise ist, der Allwissende ist, der Allhörende, der Allsehende. Also bedeutet, dass du lebst mit der Nameneigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, in der Schöpfung und auch in der Scharah. Und der erste Name, was wir erklärt haben, Al-Ilah. Deshalb, wenn du betest Al-Ilah an. Deshalb sagst du, La ilaha illallah. Und das ist der Beginn von Surat al-Fatiha. Alhamdulillah. Weil Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ilah. Alhamdulillah. Und das ist die Geheimnis von Ibadah. Weil das Problem, unser Problem, wisst ihr, was unser Problem ist? Also wir beten Allah an, aber wir sind nicht anwesend. Die Bedeutungen sind nicht anwesend, sind nicht vorhanden. Die Bedeutungen sind nicht da. Also man macht Sachen, aber er ist unachtsam. Wo sind diese Bedeutungen? Was wir jetzt sagen. Also, dass du vor Allah bist, dass Al-Ilah ist der Schöne, der Allweise, der Allwissende. Der sieht dich, wenn du betest. Er hört dich, wenn du betest. Und er spricht. Er spricht über dich. Wenn du Dhikr machst, er erwähnt dich auch. Ja, und du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er lächelt. Professor, inna Allah yadhak.
يفرح، فخويت زيج. الله فخويت زيج. حديث فين أحاديث؟ أو تندش الأحاديث. فخويت زيج الله بالتوبة فون زين دينا. وين دو داس فايس؟ Dann du sitzt und du sagst Subhanallah und du spürst, dass Allah freut sich. Allah liebt das von dir. Aber jemand anderer immer sagt Subhanallah, er versteht nicht, was Subhanallah, versteht nicht, was Alhamdulillah, er sagt das und er lebt. Das bedeutet, dies alles beeinflusst seine Seele nicht. Beeinflusst seine Seele nicht. Das ist der Unterschied zwischen unserer Zeit und der Zeit von Sahaba. Sahaba, die haben alles verstanden. Die haben alles erlebt. Nicht nur, die haben verstanden und erlebt. Die erleben diese Bedeutungen. Diese Bedeutung von dem Iman, das ist ein Iman. Man sagt, mein Iman ist schwach. Ja, weil die Bedeutungen sind abwesend, sind nicht da. Es kommt mit Wissen. Deshalb haben diese Eier gelesen, damit diese Eier am Anfang habe ich sie gelesen. Damit er wisst, dass Allah zu allem die Macht hat. Das ist der Name von Allah. Und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst. Das ist dies alles, damit wir Allah kennen. Damit wir Allah kennen. Also wir haben 4 Minuten noch. Und ich hoffe, er hört das nochmal, diese, und er lernt diese Regeln, was ich gesagt habe. Über das Thema. Das Thema ist groß. Wir werden versuchen, im Ramadan darüber zu reden. Viele auch über die Namen von ihm. Die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt viele Leute, die lernen die Namen. Die lernen sie. Aber das ist nicht der Zweck. Der Zweck ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest. Mit dem Wissen über diese Namen und Eigenschaften. Ta'abbud bi asma'ihi wa sifatihi. Ta'abbud, das ist Ta'abbud. Also wenn du betest, du sollst wissen. Du sollst wissen, wer Allah ist. Und das soll anwesend sein in deiner Seele, deinem Herz. Das ist Iman, das ist Iman. Ich weiß, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Weil Al-Iman stoßt gegen viele Hindernisse. Viele Hindernisse. Viele, gibt viele Hindernisse. Aber Ad-Din, die Religion, Ad-Din ist eine Anstrengung. Sabr, Geduld, Riyada. Riyada ist Sport auf Deutsch. Aber es gibt Riyada der Seele. Riyada ist das. Man soll Riyada machen. Wenn du sitzt und du machst ein Dhikr jetzt und du sagst Subhanallah, Alhamdulillah, versuch da zu sein. Versuch alles zu vergessen. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber versuch da zu sein. Heute Morgen, übermorgen, das wird automatisch da sein. Auch wenn du Adhkar Sabah machst, Adhkar al-Masah, manchmal man wiederholt, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, mehr als 10 Mal, weil irgendein 3 Mal oder 4 Mal hat er nicht die Bedeutungen, hat er nicht gesehen. Da muss man wiederholen, damit du die Bedeutungen siehst. Du liest Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Du verstehst, was du sagst. Das ist unsere Halaqa für heute. Also wir haben noch 2 Minuten. Wenn jemand eine Frage hat, kann sich stellen. 2 Minuten. Also die Unterrichte werde ich im... Wer kann der Link von Telegram bitte hier auch? Kann jemand von euch Link von Telegram? Schnell bitte. Und auch auf YouTube. YouTube auch. YouTube von Madrasa. Ja, das ist Telegramme. Ja, also meldet euch in Telegram, weil dort ich lade immer diese Doros hoch. Ja,
Also bis Sonntag, inshallah. Also wir treffen uns Sonntag, 18:30 Uhr, inshallah. Wir reden weiter über diese, über das schöne Thema ist das. Das Thema ist sehr schön. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns reichlich belohnen und möge Allah unsere Fasten annehmen und unser Wissen mehren. Also lass die Frage jetzt, ich glaube, ich werde jetzt aufhören. Und wir geben auch, wenn man Menschen schlechte Dinge, ja, Hajj bedeutet, dass die Rechte von Menschen bleiben. Also die Rechte von Menschen werden nicht vergeben, weil das Recht von Mensch, also die Rechte von Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vergibt alle Sünden. Aber wenn du jemand was gestohlen hast, was geschlagen hast, es bleibt. Das bleibt. Ja, das bleibt. Bis, aber man muss Tauben machen, man muss nicht hoffnungslos sein. Allah subhanahu wa ta'ala im Yawm al-Qiyamah wird alle Leute zufrieden machen für ihn, wenn er gut ist. Also bedeutet, man muss richtig Tauben machen und Dua machen.